wette, diese riesige Fischart kennen nur die wenigsten von euch. Sie lebt getarnt. In eiskalten Bergflüssen lauert sie unerkennbar hinter Gesteinsbrocken. Nur auf die nächste Forelle, welche sie fressen kann. Alter, ich hab einen riesigen Fisch. Ich hab einen riesigen Fisch. Yeah! Jawohl! Ich befinde mich momentan in Südeuropa an einem glasklaren kalten Bergfluss. Ich angle ja mittlerweile schon über 10 Jahre und dachte eigentlich, dass ich mindestens im europäischen Raum eigentlich schon mal alle Fischarten so mindestens gehört habe, wenn ich sogar gefangen habe. Doch hier in diesen Flüssen hinter mir gibt es eine Fischart, von der ich selbst bis vor 2 Monaten noch nie was gehört habe, und diese Fischart wird wirklich riesengroß. Doch um auf eine Fischart zu angeln, über die man gar nichts weiß und nicht mal wirklich im Internet was findet, habe ich mir hier Tatkräfte in die Hand gebracht. Ja, hi, ich bin Laura. Genau, ich bin der Marco. Und wir haben vor 5 Jahren angefangen, an diesen Flüssen zu angeln und haben diese Fischart entdeckt. Und weil wir selber nicht ganz im Klaren waren, nach auch mehreren Zusammenarbeiten mit vielen Locals, was das tatsächlich im Endeffekt für eine Fischart ist, haben wir irgendwann mal den Colin eingeladen und haben versucht, mit Colin zusammen dann herauszufinden, was es sich handelt. Ey Leute, das war wirklich geil. Ich bin ja super viel in Europa unterwegs, und wenn ich an einen Ort 2-mal hinkomme, da wusste ich schon, was heißt, dass es richtig gut lief. Letztes Jahr angekommen, die ersten 3 Tage nichts gefangen. Hier auch auf diesem Trip, jetzt schon mal vorher für mich gedreht, absolut zerstört gewesen, aber viele Nachläufer gab. Diese Fischart zum ersten Mal gesehen, dann den ersten Biss gab und die erste Mal die Fischart verloren. Dann hat es geklappt bei mir, war ein krasses Erlebnis. Hab danach erstmal lange nicht gewusst, was es ist, dachte immer erst, es wäre was Falsches, eine Kreuzung. Hab dann aber noch ein paar Fischereibiologen rausgekommen, was es ist. Jetzt sind wir wieder hier, um genau für Felix-Kanal nochmal diese Fischart zu fangen. Also, ich verrate auf jeden Fall schon mal so viel. Es handelt sich nicht um Buchen, Marmorata, Bachforelle oder irgendwelche Fische, die gerade in euren Köpfen drin sind. Das verspreche ich euch schon mal absolut. Wie gesagt, ich kannte die Fischart auch nicht. Und ich würde es mal, ich sag mal so viel, es ist ein Salmonide, und ich würde es mal ein bisschen vergleichbar mit dem Buchen stellen von der Masse und der Größe, die dieser Fisch hat. Es ist eben eine Salmonide, und wir haben hier Twitchbait jetzt drauf, weil die mag er besonders gern. Und das Fiese an diesen Videos, da will ich euch ein bisschen ärgern, ich werde euch, bis ich diesen Fisch gefangen habe, nicht sagen, um was für eine Fischart es sich handelt. Wir legen jetzt los, ich zeige euch gleich, wie dieser Fisch lebt, wo er lebt, was er frisst, und dann werdet ihr hoffentlich bald herausfinden, um was es sich handelt. Wir sind jetzt auf dem Weg zum ersten Spot da hinten, und den zeige ich euch jetzt kurz mal, weil der ist ein bisschen besonders, also irgendein random Spot. Genau dort konnte Colin sein erstes und sein einziges von diesem schlauen Monster nämlich überlisten. Da zeige ich euch doch gleich mal, wie der Fisch lebt, und im Idealfall fangen wir natürlich sofort ein. Okay, sofortiger Rückzug. Da hinten ist einer gestiegen. Marco hat den Spot geschrien. Ja, also gerade hier beim Vorbeigehen, beim Quatschen, um an den Spot zu kommen, haben wir hier gerade schon eine springen sehen. Und die versuchen wir jetzt mal rauszuholen. Ne? Maxim, bastel sie. So, ich lasse die beiden Jungs jetzt hier schon mal angeln. Ungefähr da, wo Maxim hingeworfen hat, ist der Fisch nämlich das erste Mal gestiegen vorhin, als wir ihn gesehen haben. So, voila! Das ist der Spot, wo Colin letztes Jahr seinen einzigen von diesen Fischen hier gefangen hat. Die sind nämlich echt selten. Fressen tun sie andere Fische. Also schon mal ein Raubfisch. So wie sage ich schon mal, hier kleines Laubenimitat. Das ist der Better Fishing Box. Und das ist das, was sie als Leibspeise mögen. So Leute, hier letztes Jahr habe ich genau den Zielfisch, die unbekannte Fischart, gefangen. Das war so geil, könnte ich nicht vorstellen. Rübergeworfen mit der Fliehmute, dann wirklich den Drill meines Lebens gehabt. Also wirklich Fluchten, das ist unvorstellbar. So, das versuchen wir heute am besten nochmal nachzumachen. Mittlerweile schon unser dritter Tag, oder ich glaube sogar unser vierter, irgendwann hört man auf zu zählen hier.
Bis jetzt haben wir noch nicht super krass gefangen, aber was eben diese Gewässer ausmacht, wenn man was fängt, sind es wirklich krasse Einzelfische. Gestern hatten wir tatsächlich den ersten Fisch, den hängen blieb. Ich war der Glückliche, der ihn dann fangen durfte, nämlich einfach eine fucking 65er Bachforelle. Ich kann ja jetzt auch mal ganz kurz den Drill einblenden. Alter, ich habe einen Riesenfisch. Ich habe einen riesigen Fisch auf dem Twitchbett drauf. Es ist fucking riesig. Ich bin noch nie in meinem Leben. Alter, ist das Ding riesig. Alter, guck, da kommt. Da kommt sie. Ich habe in meinem Leben noch nicht von einem Salmoniden so eine Kraft gespürt, Colin. Bleib einfach am Ufer. Jetzt ist alles gut. Alles gut, da kommt sie. Oh mein Gott. Es ist ein riesiges Viech, Jungs. Weil ich kann nicht reden. Okay. Ja! Ja! Jawohl! Da hat sich das Schneidern so sehr gelohnt. Ist das die größte Forelle deines Lebens? Ja, absolut. Gucken wir mal die Scale raus. Okay, ist bereit? So, hinten liegt sie auf. Schöner Videobeweis. Und hat sie stabile Oi. Komm, mach's mal hoch. Komm her, Kamera. Stabile so 65. 65 hat sie. Also absolut Forelle. Neuer Bachforellen-PB. Das war wirklich absolut insane. Ich sag mal so, die 65er Bachforelle war nur das kleine Geschwisterchen von dem, was noch in diesen Flüssen hier lebt. Also es war noch nicht das Wahre. Aber es ist halt einfach mega geil, dass man, wenn man gezielt auf angelt, nebenbei richtig große Bachforellen fangen kann. Ich meine, 65 ist schon richtig krass. Und hier wurden auch schon echt noch größere gefangen. Und die Drills und die Fische sind einfach so makellos hier. Das ist einfach geil. Also ich bin hier an einem relativ unscheinbaren Spot. Es ist schwer zugänglich. Eine krasse Steinpackung, kommt man fast nicht runter. Ich habe es aber vor 2 Tagen trotzdem mal probiert, bin runtergekrabbelt, habe 3 Würfe gemacht und ja, dann hat es halt echt gescheppert. Und zwar hatte ich glaube, den heftigsten Biss in meinem Leben. Also das hat so ein Ruckler in der Ute getan. Es ist einfach nicht in Worte zu fassen. Also es hat mir fast aus der Hand gehauen. Und dann habe ich aufs Wasser geschaut und da kam nur so ein fetter, schwarzer Schatten hinterher. Leider nicht hängen geblieben, der Fisch hat sich losgeschüttelt. Ja, und jetzt bin ich gestern wieder hergekommen, ein paar Würfe gemacht, einen Biss gekriegt, wieder nicht hängen geblieben auf mein Hardbait und heute probiere ich es wieder. Mal gucken, was der Tag noch so bringt. Leute, guckt euch mal den Spot hier an. Gerade auf Google Maps gefunden, ne? Nie hier geangelt, von nie hier was von gehört. Sieht aber richtig geil aus. Ich glaube, Felix hier wird jetzt geknallt. So ein bisschen weiter weg zu laufen, weiß ja nicht jeder. Oh Leute, das sieht mal nach einem geilen Spot aus. Das sieht mal aus wie da, wo unsere Fischart X lebt. Wenn man jetzt noch runterkommt und gestirbt. Optional natürlich. Upsala. Was? War ein bisschen voreilig, aber egal, wir schlagen uns jetzt hier durch. Tatsächlich unten angekommen, ohne schwerere Verletzung. Ich merke auch schon, es war gar kein smarter Move von mir, mir ein T-Shirt anzuziehen. Jetzt machen wir mal ganz konzentriert die ersten Würfe. Kleinen Twitchbett drauf gemacht. So also eine Laube oder so imitiert. Ob das sowas ähnliches habe ich gestern, aber nur von Hard, aber der ist leider jetzt down. Aber auf sowas in die Richtung habe ich gestern eine Riesenbachforelle gefangen. Colin hat sich jetzt nach oben verzogen an den Spot, da ist ein bisschen tiefer, da sieht es fast nochmal geiler aus, weil das ist wie der Auslauf. Und unsere liebe Fischart X steht gerne im Tiefen. Nachdem wir es auch an diesem Spot vergeblich ohne Fischkontakt probierten, beschlossen wir danach, eine kurze Mittagspause einzulegen und etwas zu essen. Läuft? Nein. Läuft? Nein. Bist du behindert? Nein. Läuft? Nein. Willst du es komplett überbelichten, damit es unnötig ist, oder was? Ich mache gar nichts, läuft ja schon die ganze Zeit. Also läuft? Nein. Okay, darf ich jetzt anfangen? Nein. Gut. Also, einfach gebrochen. Wir waren gerade Mittagessen. Also bitte noch lauter husten. Also, bitte geh einmal nach hinten. Bitte, ich will mal wieder rein. Diese Mücken machen mich kaputt. Also, ich wurde gerade gebrochen. Wir waren Döner essen. Ich habe 2 Dönerboxen bestellt. Gesagt, ich möchte also so spanisch, wie man es nimmt, dass ich bitte keine Pommes möchte, sondern Salat statt Pommes halt in der Dönerbox. 2 Boxen bekommen, ohne Fleisch, nur mit Pommes und Salat. Schweigeminute.
Aber jetzt sind wir hier runtergegangen an den Flussbereich, der ein bisschen Hochwasser hat. Dann blieb man da als Salmonidenfischer, wo die Fische mit Augen rauben. Die Fische hier sind auf jeden Fall sehr, sehr schlau, weil hier schon ein bisschen Angeldruck ist. Deswegen haben wir uns jetzt an den Arm verzogen. Wieso cool? Weil die Mücken einen Geisteskrank machen. Ja, das ist das, was ich hinter der Kamera sehe. Okay, ich beende es einfach alleine. Wir sind jetzt hier beim Hochwasserfluss. Wir werden wahrscheinlich gar nichts fangen. Nein, Spaß. Wir werden jetzt natürlich probieren, Fisch X zu fangen. Wir haben hier ein paar Ruten dabei mit einmal Fliege und zweimal Twitch. Und die sind irgendwie so, ich weiß nicht. Okay, egal, lass uns bitte angeln gehen. Okay. Ich glaube, ich habe ein neues Pärchen gefunden. Bin aber noch nicht sicher. Colin, hier sind Wege. Was ist alles von Tieren? Hat es gerade geraschelt. Weil die Enten immer andauern. Warum Enten die immer? Was sind das für Kacktiere, die nicht mal gescheit leben brauchen? Ist so, Junge. Nicht mal Struktur haben die. Smart ist, dass es hier gerade geraschelt hat, wir da hinlaufen. Felix, ich komme dort nicht durch. Colin, es geht. Nein, es geht nicht. Du hast niemals geschafft. Man muss auch wissen, wenn eine Schlacht verloren ist. Nein, die Schlacht ist nicht verloren. Ah. Es gibt keine verlorene Schlacht. Oh. Maxim? Ja? Bist du sicher, dass das geht? Ich bin mir ganz sicher, dass das geht. Bist du die ganze Zeit gekrochen? Ja, ich bin auf allen Vieren da drunter gekrochen. Ich hab einen Dorn im Maul. Also das hier ist ein Ausgang von den Wildschweinen. Den habe ich genutzt. Du musst dich wirklich klein machen, wie ein Wildschwein, dann geht das. Digga, das ist 1 Meter groß. Ja, ich weiß. Doch, ich weiß, was du meinst. Also ich hab's wie ein Wildschwein gemacht. Ja. Das ist... Ich mach's mit Gewalt. Ich mach's mit Gewalt. Ich krieg nicht mehr. Ah. Oh. Ich mach's mit Gewalt. Kriechen ist leider nicht mehr möglich. Oh mein Gott! Alter! Das hab ich gefickt. Digga, es hat mich umgebracht. Okay, egal. Bist du wirklich komplett getroffen den ganzen Weg? Der nächste kommt, ich bin gekrochen. Ich merke, jemand hat sein Handy da drin verloren und muss es wiederfinden. Alter, ich hab einen halben Busch im Genick. Yes! Ja, oh mein Gott. Colin, wir sind da. Das kann gar nicht sein. Ihr müsst euch mal geben, wir haben da oben am Berg gestartet. Ich meine, laufen ist ja kein Problem, aber kann man da stehen? Ehrenhaft. Sagt, was ihr wollt. Aber so ein leuchtender Jigspinner bei der Wassertrübung, der so richtig Radau macht, den finde ich geil. Wellen sind zwar Sichträuber, aber uns wurde wie gesagt der Tipp gegeben, dass es hier jetzt laufen soll. Man weiß nicht wieso, also ihr könnt noch in den klaren Fluss ziehen, aber da sind sie ja auch nicht. Da vorne, wo ihr seht, ist jetzt die Stelle, wo sich das Wasser quasi vermischt. Hier kommt der klare Fluss und hier der Trübe. Dachten wir, dass das ganz geil sein kann. Problem ist, ich kann nur nicht weiter runter, weil es stürmt schon ganz schön. Und wenn es mich hier runterzieht, dann war es vielleicht mein letzter Angelausflug. Boah, ich sage euch ehrlich, in diesem trüben Wasser, was eigentlich aussieht, das würde gleich so 2,50 Meter wälzig fressen. So rumlaufen und ich weiß nicht, wo die Kanten sind, zum Beispiel wird es tief. Ist echt nicht geil, oder? Alles belastend gerade. Einfach belastend. Machen wir schon wieder einen Spotwechsel, oder? Wir machen jetzt den letzten Spotwechsel für heute. Aber jetzt geht's zum Riesenfisch, von dem ich euch erzählt habe, den wir gestern Abend gesehen haben. Colin, würdest du sagen, das wäre der Fisch deines Lebens? Auf jeden Fall PB Salmonide. Jetzt in der Mittagshitze, wo auch nicht so viel geht, ist doch mal kurz Zeit, dass ich euch eine kleine Leckerei vorstelle, nämlich die Better Forellenbox. Die Box ist von Colin zusammengestellt, dem wohl, ich würde sagen, einer der krassesten Forellenangler Deutschlands, zumindest der krasseste, den ich kenne. Und der hat sich hier richtig Gedanken gemacht, euch für 39 Euro wirklich ein richtig geiles Sortiment zusammenzustellen. Fangen wir doch mal mit den ersten Sachen an, die in der Box enthalten sind. Nämlich, meiner Meinung nach, auf Forelle die geilsten Sachen, nämlich Hardbaits. Da sind schon mal 4 Hardbaits drin. Ich meine, ein Hardbait kostet eigentlich schon mal so 15 Euro, 15 mal 4. Ist auf jeden Fall schon mal eigentlich teurer als die ganze Box und da ist ja noch viel, viel mehr drin. Zum Beispiel hier ein kleiner Hard-Twitch-Bait, mega für jede Forellenart, werde ich halt auch noch verwenden auf den luminösen Fisch, weil das mag er auch ganz gern. Hier von Topwater Productions, von Bene, so einen geilen Stick, den habe ich mal auf der Messe in Augsburg in einem Aquarium gesehen. Sieht mega aus, gibt Glitzer ab, das lieben sie doch, die Forellen. Dann haben wir hier noch einen kleinen Fire Tiger Diver Wobbler und noch einen Western Wobbler, einen Crank. Ich denke, dazu muss man nichts sagen, das ist wirklich top.
Wenn man sich allerdings mal diesen Zettel hier anschaut, was denn da so drin ist, das ist jetzt die Februar-Ausgabe, haben wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Zeug. Hier haben wir einmal zum Beispiel kleine Kaltech-Gummis, die sind wild auf Forelle. Ihr könnt auch auf Barschere nehmen, was ihr wollt. Haben wir zum Beispiel noch was, das glitzert, was blinkt. Das lieben die Forellen ja besonders. Hier noch ein Spoon und am Ende noch einen Jigspinner. Darf auf jeden Fall in jeder Forellenbox auch nicht fehlen. Mit dem Code Freewater bekommt ihr sogar noch 5% Rabatt. Das heißt, das Ganze ist noch mal günstiger. Wird auch nicht jeden Monat rausgesendet, sondern nur jede 3. Das heißt, ich würde sagen, es passt zur Forellensaison ganz gut, weil wir das saisonal immer ab. Hier, das ist übrigens der Weg zu unserer schönen Riesenforelle. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, wieso sie noch lebt, beziehungsweise hier chillt. Einfach, weil man wirklich so tief reingehen muss, dass es einfach noch ehrenlos ist. Einziges Problem ist, wenn wir hier so chillen, die hört uns halt. Die wird nicht besonders viel kennen. Die ist schon alt, die ist schwierig, wie meine Oma. Meinst du, die ist schwierig wie deine Oma? Ja. Ey Leute, wenn das jetzt klappt, wirklich, das ist der geisteskrankeste Geistkrankfisch. Okay. Stand jetzt ein Fell? Colin hat abgerissen? Ich habe einen Backup-Streamer mitgenommen. Oh Gott. Ich nehme nie einen Backup-Streamer mit. Der ist safe vom letzten Mal angeln. Nein, den hatte ich vorher, als wir am Bär waren. Unfassbar. Und ich habe auch noch einen geilen Hänger. Die Monsterforelle von dem ruhigen Pool sollte sich leider nicht mehr blicken lassen. So langsam ging die Sonne schon unter und unsere letzte Chance war also, oben an einem Becken an einem Wehr es nochmal zu probieren. Und bereits nach 2 Würfen ließ sich der erste Fisch blicken. Alter, eine komplett geile Fisch X. Sie ist hier chillt irgendwo, sie ist nochmal hinterhergekommen. Fisch X zweimal hinterhergekommen. Wirklich komplett vor meinen Füßen vorbeigeschnappt. Richtig großer Fisch. Das war gerade so unfassbar knapp. Sie hätte nur anders beißen müssen und ich hätte sie bekommen. Sie hat den Köder noch nicht berührt. Und sie ist sofort nochmal gekommen auf einen kleinen Twitch-Bait. Oh, irgendwas von vorne raus. Es war unfassbar close. Also wirklich, sie hat zweimal vorbeigeschnappt. Sie hatte richtig krass Bock. Oh, ich zitter richtig. Sie wollte es so hart nehmen und sie hat es einfach nicht bekommen. Dann hat sie mich natürlich gesehen, ist ganz klar. Ich war ja auch direkt vor ihr. Oh, ehrenlos. Einfach ein bisschen mehr Glück. Glück ist in diesem Fall ein Stichwort, das wir an diesem Tag leider nicht haben sollten. Wir probierten es noch weiter in die Dämmerung herein, konnten aber leider keinen Fisch mehr überlisten. Natürlich möchte ich aber jetzt trotzdem auflösen, um was für eine Fischart es sich handelt. Deswegen blende ich jetzt einfach einmal kurz den Drill von Collins Fisch letzten Jahr ein, wo man den Fisch im Endeffekt natürlich auch sieht. Alter! Ist das ein Riese? Es ist ein Riese! Alter, wie krass! Alter! Alter! Wie krass. Alter. Alter, oh Colin, oh! Alter, wie krass! Sehr schön! Colin, schön ruhig. Nicht springen lassen. Geil, wie geil. Ich hab dir gestern gesagt, ich geb ihm voll Pumpe. Denn wenn ich abhaue, darf ich keinem nicht voll Pumpe geben. Er ist ja viel stärker als ich. Und hoch. Hoch unter die Oberfläche und wieder runter. Du schaffst es, Colin. Zur Not gehst du wieder ins Wasser rein. Diesmal aber rechtzeitig. Wenn er hier vorne ist. Colin, aufpassen, da ist ein großes Steingebilde. Pass auf, die will ins Steingewebe. Ich sehe das Vorfach, das heißt 2 Meter. Du schaffst es, Colin. Komm, Colin. Colin, du hast ihn im Mittelwasser. Komm jetzt, hol sie raus. Victor, kennst du Schwanzwurzel gerade? Ja. Den musst du machen, der passt nicht in den Köcher. Alter! Ollo, der will. Das ist krass, Leute. Wenn das klappt. Oh, Junge, das ist jetzt ganz knapp, Colin, ganz knapp. Alter! Junge, Colin, komm! Alter, das ist doch Colin, das ist so viel. Das ist die Felle. Ich glaube, es ist einer. Oh mein Gott, ich kacke ab. Das ist genau der Fisch, den ich dir an den Haken bringen wollte. Du nimmst den Kopf rein, ja. Und gehst dann sofort. Ich gehe direkt hoch, ja. Alter, Junge. Nur den Kopf, auf keinen Fall den Schwanz einklettern. Und zack, jawohl! Juhu! Ja! Jawohl! Schöner Fisch. Eine unentdeckte Fischart, Alter. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Marc. Ey, Colin, mega! Danke, Marc. Geiler Drill. Hat geklappt, Alter. Und richtig auf Ansage, Marco, das muss man dir lassen. Das war meine Ansage. Okay, Leute, die erste Rochelle auf Ich geh angeln oder generell auf YouTube oder auf Google, YouTube. Auf allem, was mit Internet zu tun hat. So sieht's aus. Guckt sie euch an. Wow. Ey, wirklich krass wie eine Bachforelle, die aber wirklich eine gute Nacht mit einem Huchen verbracht hat. Was ein spektakulärer Salmonide.
Da ist sie also, unsere unbekannte Fischart. Im Video wurde es noch so dargestellt, als wäre es eine Huchelle. Dieser Name war eine Eigenbildung, weil wir damals noch dachten, dass es eine Kreuzung aus Bachforelle und Huchen wäre. Mittlerweile haben wir jedoch herausgefunden, dass es sich dabei um eine Zebraforelle handelt. Die Zebraforelle ist eine eigene Art, welche nur ganz, ganz selten in ganz bestimmten Gewässern vertreten ist. In dem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ihr jetzt vielleicht sogar eine Fischart mehr im Petto habt, weil ich mir relativ sicher bin, dass ihr die Zebraforelle davor noch nicht kanntet. Lasst mir auch gerne ein Like oder ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.